Und direkt weiter. Die Fähigkeit habe ich ein bisschen zu früh eingesetzt. Ja, das Gift ist dann wahrscheinlich angebracht. Ah, ich kann es hier wechseln. Ja, das macht Weibern Schaden. Das denke ich mir. Naja, die Schilder macht es gut weg. Das macht dann nicht so den Schaden. Das ist ja für Bodengegner gedacht überhaupt. Der Granatwerfer. Da ist der nächste Wyvern tot. Irgendwann sterben wir alle. Wieso nicht ein wenig vordrängeln? Ah ja, vordrängeln beim Sterben. Oder beim zweimal sterben. Jetzt da haben. Ah, so viel Looten gleichzeitig. Passt auf eure Rippen auf! Ah, die Geräusche. Ein Schwert. Natürlich ganz selten. Das ist ein Sinn. Das ist der Todesschaden. Dark Magic Schaden, glaube ich. Ja, das macht's weg, die Dinger. Und es soll Leben geben. Ah, das macht keinen Schaden an mir anscheinend. Wenn du ein besserer Schütze wärst, würde ein erreichen. Einen an den Kugeln? Das glaube ich nicht. Letzte leblose Skelett kracht auf das Tropfsteinpflaster und ihr wisst, dass ihr es geschafft habt. Die Horde wurde besiegt fürs Erste. Für die Königin! Es ist so schön, ein Held zu sein. Ich hoffe, du erinnerst dich daran. Ich habe versucht, es nach den Regeln zu spielen, aber jetzt muss ich anfangen, sie zu brechen. Oh, nein, das würdest du doch nicht. Oh, Regeln brechen ist nicht cool. Mit Loot. Mit Loot, mit Loot. Wo ist der Glückswürfel? Kriegst du denn auch? Ein Glückswürfel. Pilzgefährte. Das schaut nach was Wichtigem aus später. Aber in der Zwischenzeit kriegt nicht noch Loot hier. Okay. Dann gehen wir halt weiter. Ah. Coole Statue vom Doppel-Einhorn. Zweihorn meine ich. Oh, Betonung. Oh. Sorry. Entlang. Was ist das? Der Schicksalsbringer setzt große Macht im Angesicht des Bösen ein. Es fühlt sich an, als wäre etwas längst Verlorenes wiedergefunden. Es fühlt sich an wie Heimat. Verdammt gut gemacht! Hierüber, Schicksalsbringer! Du hast uns alle gerettet! Du bist der Held von Prachthof! Also, wegen dieser Drecks-Dragonlord-Geschichte. Die Königin wird sicher begierig darauf sein, unseren neuesten Schicksalsbringer persönlich zu begrüßen. Die Burgtore sind gleich da drüben. Oh, ich habe noch nie eine Königin getroffen. Oh, Katze. Die Burgtore ihrer Majestät schwingen auf, als hätten sie eure Ankunft vorausgesehen. Und dann ertönt das Klappern perfekter Hufe auf Kopfsteinpflaster. Sie gehören zu der besten, majestätischsten Herrscherin, die Sterbliche je erblickten. Königin Arschgaul!
Ihre Pracht. Sie bricht voll über euch herein. Ja, ich spür's. Es kribbelt. Du hast deine Limo verschüttet. In der Tat. Aber nur um die Königin zu ehren. Ja, ja, klar, sicher. Schon gut, ich sag's dir. Tja, also, sie sagt, dass du das tapferste Mitglied aller Schicksalsbringer bist, das die Wonderlands seit Generationen gesehen haben. Aber auch wenn du den Angriff des Dragonlords abgewehrt hast, kann ihn nur eine Sache besiegen. Zieh los und finde... Das Seelenschwert! Das wollte ich gerade erklären! Ja, das ist das Seelenschwert. Und danke, Valentine, dass du auf die Details achtest. Das Seelenschwert ist die coolste Waffe im ganzen Spiel. Kriegen wir das wirklich? Na klar, wenn ihr die Quest abschließt, schon. Ich morde mich durch die ganze Quest und alle Charaktere darin. Ich will dieses Schwert. Bisschen heftig, aber die richtige Einstellung, schätze ich. Seelenschwert, ich komme. Yeah. Der Gegner? Nee. Ein Hund ist ja da, ein Hund. Zwei Horn, Patrick. Das sind zwei Hörner. Ah, den Unterschied sollte ich kennen. Irgendeine coole Loot hier noch. Nur Muni. Ich brauche mir nicht looten. Ihre Majestät sagt, das Seelenschwert sei im Splittergrabhügel versteckt. Sie wird dort höchst selbst auf euch warten. Würdest du sagen, dass uns eine große Ehre zuteil wird? Ich habe mir immer gewünscht, dass mir mal was zuteil wird. Ja, dir ist gerade was ganz Tolles zuteil geworden. Mein Traum wird wahr! Oh. Ja. Was haben wir hier noch? Sachen. Berserker-Rüstung. Ich bin kein Berserker. Das bin ich. Einfach rauf damit. Das kann ich auch schon längst mal austauschen. Einfach her damit. Brrr, circa. Das ist ein Shotgun. Nicht besser als meine Waffen. Nein. Brrr, circa. Oh, die kleine Map wieder. Bubblehead Map. Das Lagerfeuer haben wir entdeckt. Keine Reue! Dein Tod bereitet mir keine Freude. Dein Geld ist eben so. Das Dorf kennen wir doch. Schon ein bisschen krass. Der was wurde aus dem Assassinen? Ich will es hören. Da ist sie. Ich werde dich sowas von heimsuchen. Kannst du probieren. Deiner? Habe ich das richtig verstanden? Detlef, der Gott der leichtsinnigen Geister. Ja, denke ich mir auch immer. Und Level up. Was ist das? Blizzard. Muss ich das hin und her wechseln? Oh. Ja, wir probieren es. Was kann ich hier schon reinstecken? Ich hab's nicht getan. Ich hab noch mehr Punkte. Ich vergesse immer die anderen Punkte da unten. Zauberabklingzeit klingt auch gut einmal. Obwohl es bei der Schwierigkeit eigentlich ziemlich egal ist, wie es ausschaut. Jedes ist sehr easy.
Bunkstock der Fröhlichkeit. Ich bin schon wieder mit einem Inventar gleich voll hier. Ja, ich nehme trotzdem alles mit. Alles, was geht. Vielleicht finde ich ja einen Automaten irgendwo. Werden sie mir auf der Karte angezeigt? Nichts wird mir auf der Karte angezeigt. Wo ist der Brunnenstock der Sterblichkeit? Warte mal, ich sehe ihn nicht. Verheimlicht ihn mir. Habe ich den einfach reingenommen? Ah, okay, passt. Das geht natürlich auch. Boah, die hohe Kamerasicht ist brutalst. Gold. Du darfst mich was verkaufen hier. Nein. Oh. Strand genießen. Oh, okay. Nicht ins Wasser gehen. Mein erster Tod. Das Wasser hat mich erwischt. Lauf. Hier komme ich auch rüber. Hier muss ich rüber. Dann gehen wir hier rüber. Erkunden wir. Brücke aufgestellt. Wenn du sie passieren willst, musst du sie schlagen. Haiku-Alarm, Baby. Haiku? Was sind wir hier? Das ist der Rückweg. Da waren wir doch schon mal. Das ist der Rückweg. Was bist du für ein Teil? Ihre funkelnde Majestät, Königin Arschgaul, hat die Wonderlands lange mit der Seelenmagie beschützt, mit der sie das Land selbst tränkte. So eine wichtige Aufgabe erfordert einen angemessenen Schutz, wie die schrecklichen Vorkommnisse in der Drachenfeste gezeigt haben. Und so suchte die Königin sich eine neue, ummauerte Stadt, um ihr Reich zu regieren. Prachthof, der Sitz des Adamant-Throns. Ich probier mal was. Wenn ich hier reingehe, kann ich dann wieder... Du wirst mittellos sterben! Nein, werde ich nicht. Wo sind die Gegner? Die sehen mich nicht mal. Du bist jetzt... Oh, random fight. Ah, ja, please stop. Nice, ja. Ich danke für die Hilfe. Nenne sie den Lochmacher. Aus Gründen, die bald offensichtlich sein werden. Wo war ich? Ich bin gerade nur verwirrt. Was? Hat der Blizzard gemacht? Er hat Fett EUV-Schaden, aber dafür braucht er anscheinend lang, dass er wieder aufladet. Weglaufen. Ich lauf weg. Meine Muni ist ziemlich leer. Nein, 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 nein. Was tue ich? Was tue ich? Herstellerpunkte. Was haben wir hier? Nicht wirklich die besten Waffen anscheinend. Sterben oder mir deine Treue schwören? Ja, egal. Oh ja. Du kannst sterben oder mir deine Treue schwören. Oh ja, wir hatten das doch schon. Er macht mir Blizzard. Er macht fette EUV-Schaden, wenn dann. Dann her mit der Loot und dann schaue ich, ob ich verkaufen kann. Hurrigan der Schreckens. Eigen. Ah,
Inventar voll, natürlich. Natürlich, dann werden wir halt direkt los. Das ist Dreck. Das ist nichts wert. Okay, ich muss da dringend verkaufen. Ohrenhüter. Dringend verkaufen. Was bist du? Das Teil. Das Teil. Oh, was haben wir hier noch? Neues, schönes. Nichts. Nichts Neues, schönes. Ohrenhüter. Kritische Trefferschaden. Regeneriert. Schusswaffen. Ja, es ist besser. Einfach besser. Oh, Überloot das Spiel. Geh raus hier. Muss verkaufen. Muss testen. Meine Theorie testen. Ich hier rein kann, verkaufen. Und dann wieder zurück raus kann. Oder ob ich jetzt hier drin gefangen bin dann. Ich glaube, meine Theorie geht auf. Das ist gut, wenn das passiert. Abwehren und heimkehren. So gut wie eingeschmolzen. Wirf es auf den Haufen. Mehr Material für neue Pflugscharen. Hättest du das nicht im Verlies lassen können? Ich bin ja. Nee, kriegst alles ab, das. Ein anderes Beutesystem. Das kostet mich ein Vermögen. Mehr Material für neue Pflugscharen. Mehr Material für neue Pflugscharen. Empfiehl mich weiter. Am besten mit Gewalt. Willkommen bei der Waffenschau. Haben wir was mit Eis hier? Nein. Ah, wie es aufzieht. Ja, ja, ja. Wir gehen weiter in the Bubble Hub World. Anscheinend kann man da dann vielleicht auch sammeln auch. Weg mit dir. Na. Das Gas. Bisschen Geld. Hier noch was Interessantes. Loot nur. Das war nicht viel Geld für 12. Für 12 Mücken. Ist das wert ist? Ich weiß es nicht. Zwischendurch ist es jetzt ganz leise wieder mit der Musik. Hey. Das war ein Riesenunterschied, die 5 Lautstärke gerade. Weep while darkness, Mount Gra shall prove. Da können wir nicht drüber. Achtung im hohen Gras, dann kommen wilde Pokémon. Oder wilde Gegner, noch schlimmer. 12 Münzen gönnen wir uns. Wieder Money, yep, 12. Candy Corn im Weg. Können wir nicht zerstören. Sowas in die Richtung. Vielleicht ist es auch eine Pille. Man weiß es nicht. Splittergrab Hugo, wie weit sind wir? In der Folge. 20 Minuten wieder so. Ja. Folge vorbei. Peace.